Heute haben wir das Thema Impact. Und mit Impact meine ich, wie kannst du persönlich anderen Menschen helfen, ihr Leben oder ihre Situation positiv zu verändern. Natürlich positiv und nicht negativ. Willkommen beim Monday Morning Coffee Talk. Das hier ist dein persönlicher und wöchentlicher Wake-up-Call für mehr Energie, für ein Bulletproof-Mindset und vor allem für ein Leben, das dich selbst fasziniert. Also, schnapp dir deinen Kaffee und let's go. Und Kaffee ist schon sehr, sehr nice. Heute in dem Livestream will ich mit euch 8 Schritte am Ende teilen. Ja, also wirklich 8 konkrete, anwendbare Schritte, wie ihr anderen Menschen helfen könnt, ihr Leben positiv zu verändern. Wenn wir von Impact sprechen, dann haben wir häufig das Gefühl, wir sprechen davon, hey, eine Spendenaktion, wir unterstützen Greenpeace, wir sammeln Plastik am Strand oder whatever. Ne? Wir reden davon, die Welt nachhaltig zu verändern. Ich glaube aber, Impact ist noch viel mehr als das. Ich sage nicht, dass diese Dinge schlecht sind oder dass man sie nicht machen sollte. Ganz im Gegenteil. Helft, spendet, tut, macht, helft, wo ihr könnt. Aber ich glaube, Impact ist nicht nur ein Check. Impact ist nicht nur ein Check, den man einmal im Monat schreibt. Impact ist das, was du jeden Tag tun kannst. Jetzt denkt ihr euch, ah, wie cool. Dafür habe ich um 8 Uhr morgens eingeschaltet, statt auszuschlafen zu Pfingsten. Wait for it. Weil ich glaube, jeder von uns hat diese Fähigkeit, anderen Menschen zu helfen. Und damit meine ich, geht mal ganz kurz, und ich sehe ganz viele Leute kommen online, das ist richtig, richtig cool. Hi Leute, was geht ab? Willkommen an einem Pfingstmontag, morgen hier beim Livestream. Ihr habt Fähigkeiten, Stärken und Skills, mit denen ihr anderen Menschen helfen könnt. Während ich das erzähle, reflektiert mal ganz kurz in euer eigenes Leben. Zoomt mal kurz raus aus dem Livestream in eurem Kopf und überlegt euch mal, warum sind Menschen mit euch befreundet? Was schätzen andere Menschen an eurer Persönlichkeit? Warum würde jemand behaupten, hey, ich bin befreundet mit, ich sehe hier ein paar Leute, Jenny, Adrian, Michael, Bita, Ella, Nuri, Andy, Heli, Aaron. Warum sind Menschen mit euch persönlich befreundet? Nicht generell, warum haben sie Freunde? Warum sind sie mit euch befreundet? Und ich glaube, der Grund, warum sie mit euch befreundet sind, ist auch der Grund, warum ihr andere begeistern und deren Leben verändern könnt. So, ich will heute auf dieses Thema Impact eingehen. Und zwar nicht, was brauche ich dafür, welche Fähigkeiten, sondern wie sieht der Prozess aus? Also der Prozess, in dem ihr anderen helft, von A nach B zu kommen. Super, super wichtige Session. Vielleicht am Ende sogar die wichtigste Session, die ich bis jetzt gehostet habe hier quasi. Also, ich möchte auch auf 3 konkrete Beispiele eingehen, damit ihr euch vorstellen könnt, was meine ich mit Impact? Wie sieht dieser Prozess aus? Zum Beispiel, Beispiel 1, wenn eine Person eure Hilfe braucht, zum Beispiel, um abzunehmen. Ich kenne viele Personal Trainer, ich kenne aber auch viele Menschen, die einfach im privaten Leben fit sind und sie können anderen Leuten helfen, abzunehmen. Ihr Wunschziel, ihr Traum, na, wie nennt man das? Gewichtsziel, danke, Gewichtsziel zu erreichen. Und sie machen es aber nicht oder sie wissen nicht, wie sie helfen können, genau, wie sie genau helfen können. So, das zweite ist, was, wenn ihr im Unternehmen seid und ihr seid in einem Meeting, ja, und da geht es vielleicht darum, die neue Kampagnenidee auszuarbeiten, wie könnt ihr euch durchsetzen? Damit meine ich nicht, wie könnt ihr andere zwingen, euch zu folgen, sondern wie könnt ihr eure Idee so kommunizieren, dass andere das Gefühl haben, das ist die Lösung, das ist die perfekte Kampagnenidee. Auch hier haben wir damit Impact und ihr seht, es sind 2 komplett verschiedene Bereiche. Deswegen ist es spannend, diesen Prozess auf so vielen Bereichen anzuwenden. Und Punkt 3 ist, angenommen, ihr habt ein eigenes Produkt. Wir gehen jetzt mal davon aus, ihr habt eigenen Schmuck, den ihr verkaufen wollt. Ich denke jetzt ganz konkret an die Brand Hey Harper. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Super coole Brand. Also ihr habt ein eigenes Business, eigenes Unternehmen, eigene Produkte. Wie hilft euch der Prozess des Impacts, eure Produkte zu verkaufen? Vorausgesetzt, die helfen anderen Leuten, ein besseres Leben zu haben in irgendeiner Form. Also, lasst mich mal ganz kurz mit einer Story anfangen. Super spannend. Genießt euren Kaffee in der Zwischenzeit. Moment. Also ich fange mit einer kurzen Story an. Mein Dad und ich wollten 2017 nach Mallorca. Yep, nach Malle. Ja? Nicht zum Ballermann. Wir lieben die Insel. Wir reisen gerne rum, machen dann eine Motorradtour, gehen wandern, Wein verköstigen und so weiter. Und es war, glaube ich, die 3. oder 4. Reise gemeinsam nach Mallorca. Und dann haben wir eine... Wir haben uns überlegt, was wollen wir dieses Mal anders erleben als sonst? Wir kannten ja diese touristischen Sightseeing-Punkte schon, ne? Das hat man alles schon erlebt.
Und meine Mom wird jetzt genau wissen, was ich meine, wenn ich sage, ich war dann ein paar Tage vor der Abreise in der Apotheke meiner Mom. Ja, Mom, ich war in der Apotheke und habe mit Petra mich unterhalten. Und daran erinnerst du dich wahrscheinlich noch. Also meine Mom ist hier live dabei, deswegen weiß sie, wovon ich spreche. Und Petra arbeitet bei meiner Mom, ne, als in der Apotheke. So. Und Petra ist eine Person, ich weiß sie sehr zu schätzen, nicht nur, weil sie eine super coole Person ist, sondern weil sie auch sehr gerne in ihrem Leben reist. Und wenn sie verreist, erzählt sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen so, als würdest du aus einem Bilderbuch davon lesen. Also sie macht dir wirklich alles so schmackhaft, dass du das Gefühl hast, du willst das auch erleben. So, also weil ich weiß, dass Petra so gerne reist und so viele Spots schon besucht hat, sage ich, hey Petra, mein Dad und ich verreisen in ein paar Tagen nach Mallorca und hast du nicht ein paar Ideen? Ne? Also wir sind so im Austausch. Und Petra fängt an zu fragen und sagt so, ja, was wollt ihr denn da machen? Was habt ihr denn da schon erlebt? Und ich sage so, ja Petra, das Übliche. Ne? Wir wollen keine Touristenerfahrung haben, wir wollen nicht diese Standard-Touris sein, die in irgendwelchen Hotels abhängen. Wir wollen kulinarische Highlights und wir wollen vor allem auch viel Neues entdecken. Ja? Wir wollen auf so eine Entdeckungstour gehen. So, und Petra fängt an zu erzählen, sagt so, ah, super interessant, weil been there, done that, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann dir von all dem, was ich sage, ein paar Sachen genannt, eine Sache, die du auf jeden Fall machen musst. Da gibt es mitten auf Mallorca ein kleines Dorf eigentlich, ne? Ein kleines Dorf namens Petra. Das Dorf hieß genauso oder heißt genauso wie Petra, die bei meiner Mom arbeitet, die Freundin sozusagen, mit der wir gesprochen haben. So, dieses Restaurant ist in Petra und heißt auch El Celar de Petra. Ich bin sehr schlecht im Spanisch, deswegen keine Ahnung, ob das stimmt, so wie ich es ausgesprochen habe. So, und das findest du nicht, das Restaurant, du läufst diese Straße entlang und irgendwann findest du auf der rechten Seite so eine kleine alte Holztür mit so einem ganz kleinen Schild und dann du denkst, das Ding ist zu, dann machst du die Tür auf und du siehst, dann führt so eine ganz steinige, steile Treppe in den Keller runter und das ist ein alter Weinkeller und da hat man früher Wein hergestellt und da begrüße ich dann irgendwie eine Familie und da ist kein Tourist und Arvid, lass mich dir sagen, die haben das beste Steak, die haben die besten Koteletts, die du auf Mallorca findest. Jetzt muss man dazu sagen, zu der Zeit habe ich noch Fleisch gegessen. Heutzutage esse ich kein Fleisch mehr, eigentlich kaum noch Fleisch. Aber so, sie erzählt diese Geschichte und macht uns diesen Besuch so schmackhaft. Ich komme gleich zum Impact, was das mit Impact zu tun hat. So, und warum erzähle ich diese Geschichte? Weil wir sind natürlich hingefahren, haben diesen Ort gefunden, wir waren in Port Andratx. Für allejenigen, die auf Mallorca schon mal waren, wissen, Port Andratx ist im Südwesten der Insel Mallorca. Wir sind eine Stunde in die Mitte hingefahren, in die Mitte Mallorcas, um dieses Lokal aufzusuchen, von dem Petra erzählt hat. Und wir wussten auch, es ist so schwer, Dinge zu finden, es ist so schwer, neue Highlights auszumachen, dass wir gerne auf Petra gehört haben und wir waren gerne bereit, eine Stunde zu fahren. So, wir fahren eine Stunde, wir kommen da an, wir finden diese Tür, wir gehen diese Treppe runter, haben die schönste Zeit unseres Lebens, kein anderer Tourist ist da, wir sind fast die einzigen, die erstmal bedient werden, bekommen das beste Essen, von so einem Holzkohlegrill, alles unglaublich. Ich schicke euch gerne die Links zu, wenn ihr mal nach Mallorca wollt, dann geht ihr in dieses Restaurant. Es hat mir so gut gefallen. Ich check deren Google Review und sehe, die haben gar keine Likes, die haben gar keine Bilder. Diese Bilder haben, kennt ihr diese Bilder, wo man Sonnencreme auf die, also wo es so aussieht, als hätte man Sonnencreme auf die Linse geschmiert und alles fotografiert. Genauso sahen die Bilder aus. Und ich mache ein Foto von der Location, von uns, vom Essen, poste das und heute wurden diese Fotos, glaube ich, 50.000 Mal angesehen. Und mittlerweile hat dieses Restaurant, glaube ich, 1.400 Reviews. Und ich glaube, damals waren es vielleicht 40. Ich übertreibe jetzt, aber irgendwie so. Warum erzähle ich diese Story? Wieso erzähle ich die Story von Petra, über Petra, auf Mallorca? Weil Petra hat Impact gehabt. So, das Prinzip, was dahinter steckt, ist genau das gleiche, wie bei uns Impact funktioniert, wenn wir Impact haben wollen. Mal anders gefragt, hätten wir auf Petra gehört, wenn Petra uns gesagt hätte, hey, ich habe gehört, ihr fliegt nach Mallorca, ich habe da, also ihr seid in Port Andratx, super, da gibt es eine große Hotelanlage, ja, die ist riesengroß und da gibt es ganz viele Buffets und ganz viele verschiedene Speisen, international interpretiert und das Geilste ist, das ist direkt bei euch, super günstig und lecker. So, hätten wir auf Petra gehört, Frage an euch, hätten wir auf Petra gehört, hätten wir diese Geschichte bekommen von ihr? Hätten wir gesagt, oh Dad, let's go for it. Das ist nur 5 Minuten entfernt, das ist eine riesen Hotelanlage, super leckeres Essen.
und günstig. Hätten wir darauf gehört, ja oder nein? Wieso hätten wir nicht darauf gehört? Ihr braucht es gar nicht, I know, I get it, ihr braucht es gar nicht beantworten. Wieso hätten wir diesen Komplex nicht besucht? Weil es nicht unseren Zielen entspricht. Weil es nicht das ist, was wir erleben wollten. Hi Leute, ich sehe, ihr kommt ein bisschen verspätet rein zum Monday Morning Coffee Talk und es geht heute um das Thema Impact. Und ich habe gerade eine Geschichte erzählt und jetzt erkläre euch gleich, wie Impact in unserem Leben funktioniert. Also, für all diejenigen, die jetzt gerade noch neu dazugekommen sind, kurzer Exkurs. Wieso hat Petra uns diese andere Geschichte so gut verkaufen können? Warum waren wir bereit, eine Stunde zu fahren? Warum sind wir extra woanders hingefahren, um dieses Erlebnis mitzunehmen? Weil Petra hat Folgendes gemacht. Petra wusste genau, was sind unsere Werte? Was wünschen wir uns? Welches Ziel haben wir? Was ist die größte Challenge? Nicht dieser Standardtourist sein. Gott, wie findet man ein Restaurant oder irgendein kulinarisches Highlight, was nicht in jedem dritten Reiseführer steht? Ja? So, sie hat unsere Herausforderungen erkannt und uns geholfen, über diese Herausforderungen zu gehen, indem sie uns ihren Shortcut gibt und sagt, das ist meine Experience, been there, done that, ich kann euch diese Sache empfehlen. Nicht nur hat sie uns geholfen, diesen Weg zu gehen, diese Brücke zu schlagen, sie hat sogar damit diesem Restaurant geholfen, mehr Kunden anzuziehen. Wieso? Weil wir diesen Weg gegangen sind und wir waren so begeistert von dieser Location, dass wir sogar die Reviews hinterlassen haben, die dazu geführt haben, dass dieses Restaurant jetzt noch mehr Kunden hat. Ich sehe gerade, Heide schreibt aus Amerika, sorry, I don't understand what you're talking about, but I love you and your energy. Good luck, my dear. Heide June, I love you. Merci, das ist meine Tante aus L.A. Alright. Wieso erzähle ich diese Story nochmal? Also, wir haben verstanden, was Petra gemacht hat. Lasst mich mal ganz kurz ins Detail gehen, wie dieser Prozess funktioniert, beziehungsweise warum dieser Prozess funktioniert. Wir hätten auf Petra nicht gehört, hätte sie uns irgendwas erzählt. Wir haben auf Petra gehört, als sie auf unsere Werte, auf unsere Wünsche, auf unsere impliziten Ziele eingegangen ist, unsere Herausforderungen identifiziert hat und gesagt hat, hey, been there, done that, ich weiß genau, was ihr braucht, hier ist die Lösung. Und sie hat damit sogar anderen Leuten geholfen, den Restaurantinhabern. Also, wir als Menschen entscheiden uns für etwas, weil wir damit die Erreichung unserer impliziten Ziele assoziieren. Ich sag's nochmal. Für diejenigen, die im letzten Monday Morning Coffee Talk dabei waren, wissen, wovon ich spreche, wenn ich Bewusstsein und Unterbewusstsein voneinander unterscheide und sage, warum entscheiden wir uns generell für Dinge. Geht gerne in die letzte Session rein, die findet ihr in meinem Feed, zieht es euch rein, super interessant, um das noch besser zu verstehen. Wieso entscheiden wir uns für etwas? Weil wir damit die Erreichung unserer impliziten Ziele assoziieren. Also das, was uns bewusst oder vor allem unbewusst, 95%, 99% unbewusst ist, wenn wir etwas sehen, einen Reiz, ein Signal, einen Impuls, dann entscheiden wir uns für etwas, weil wir damit assoziieren, hey, das bringt mich meinen Zielen näher und wir entscheiden uns dagegen, wenn wir sagen, hey, es bringt mich nicht meinen Zielen näher. Es bedeutet mehr Schmerz, mehr negative Gefühle, da will ich nicht hin. So, auf dieser Basis bedeutet Impact haben, so wie Petra auf unser Reiseerlebnis Impact hatte, dass egal ob du verkaufst, ob du überzeugen willst oder jemanden inspirieren willst, Impact haben ist lediglich der Prozess. Leute, schreibt euch das auf, wenn ihr könnt. Impact haben ist lediglich der Prozess, um jemanden von A nach B zu bringen. Das ist deep. Lasst euch das mal ganz kurz auf der Zunge zergehen. Impact haben ist lediglich der Prozess, um jemanden von A nach B zu bringen. Es ist kein Ist-Zustand. Es ist nicht dieses eine Wort. Es ist nicht diese eine Lösung. Es ist der Prozess, jemanden von A nach B zu bringen. So. Wie funktioniert dieser Prozess, Leute? Wie funktioniert der Prozess des Impacts? Wie können wir Impact auf das Leben anderer Menschen haben? Wie können wir andere dafür inspirieren, ihre Situation zu verändern? Wie können wir dafür sorgen, dass diese Welt sich positiv verändert? Wie können wir dafür sorgen, dass Menschen, die stuck sind, trotzdem nach vorne gehen, uns folgen, unseren guten Ideen folgen, unserem Movement folgen, unsere Produkte kaufen, die ihr Leben verändern? Und ich meine es nicht auf einer manipulierenden Art und Weise, deswegen sage ich, hier sind drei Bedingungen. Wenn wir Impact haben wollen, Leute, Real Talk, erstens, wir müssen wirklich helfen können, okay? Erstmal, du musst helfen können. Nicht irgendwie, ich würde gerne helfen, ich tue so, als könnte ich helfen und ich würde mich gerne selbst darstellen, sondern, sagt der Richtige, eure Ideen, Perspektiven, eure Produkte, eure Lösungen, euer Movement sollte wirklich anderen Leuten helfen können, anderen Lebewesen, vielleicht Tiere,
helfen können, dieser Welt helfen können, sich positiv zu verändern. Das ist eine Grundbedingung, okay? So, Nummer zwei, wir müssen super ehrlich und authentisch sein. Wir müssen einfach real sein. Wenn wir nicht real sind, haben wir keinen Impact. Egal, was wir machen. Und Punkt 3, und das ist mir super wichtig, Leute. Es ist nicht zwangsläufig essentiell, um Impact zu haben. Und das sind nicht die Prozesse, das ist nicht der Prozess, das sind die Bedingungen für den Prozess, okay? Es ist nicht zwangsläufig wichtig, der wichtigste Punkt, um Impact zu haben für den Prozess, aber mir persönlich wichtig, weil ich glaube, das, was wir verändern wollen bei anderen Personen, muss uns persönlich wichtig sein. Es muss für uns eine emotionale Bedeutung haben, dass das, was wir tun, anderen hilft, weil es uns geholfen hat. Wir sprechen hier von Purpose, wir sprechen hier von Beweggrund, wir sprechen hier vom Why. Du musst es nicht zwangsläufig kennen, aber es sollte dir wichtig sein, wenn du anderen Leuten hilfst. Im Beispiel von Petra, die uns sagt, hey, da ist das beste Restaurant auf der Insel, fahrt eine Stunde extra dahin, weil es lohnt sich. Und es ist kein Touri-Highlight, unglaublich. Es ist ihr persönlich wichtig, weil sie selbst in diesen Situationen steckt und lange sucht und recherchiert und Kontakte pflegt, um auf dieses eine Restaurant zu kommen. Weil sie das Reisen über alles liebt. Weil sie genau weiß, welchen Impact eine Reise, ein solches Erlebnis auf unsere Memory, auf unser Leben hat, auf unsere Lebensqualität. Ihr ist es wichtig, ne? Anderen zu helfen. So, eine Sekunde. Kommen wir zum wichtigsten Teil. Leute, gefällt euch das, was wir hier besprechen? Weil jetzt kommt nämlich der Prozess. Jetzt kommt nämlich der Prozess des Impact-Habens. Wie funktioniert Impact? Okay? Dieser Prozess sind 8 Schritte und ich würde ihn in 2 Sektionen aufteilen. So, ganz grob gesehen, Schritt 1 oder beziehungsweise Sektion 1 ist erstmal verstehen. You gotta understand the other person. Okay? Wir müssen die anderen Menschen erstmal verstehen, bevor wir helfen können. Step 2, also die zweite Sektion, ist sozusagen helfen. Also erstmal verstehen, dann helfen. Nicht helfen, ohne zu verstehen. Ich sag's nochmal, weil es so wichtig ist. Ich sag's mal auf Englisch. People don't buy from you. People don't follow you. If they understand you, they want to be understood. They want to feel understood. Also Menschen kaufen nicht von uns, sie folgen uns nicht, sie hören nicht auf uns, sie finden uns nicht inspirierend, wenn sie uns verstehen, sondern nur dann, wenn sie das Gefühl haben, dass wir sie verstehen. Essential. Das heißt, Schritt 1, verstehen, bevor wir helfen können. Was meine ich mit verstehen? Wenn wir jemandem helfen wollen, müssen wir erstmal identifizieren, wo steht diese Person aktuell? Was sind die aktuellen Koordinaten dieser anderen Person? Was ist der Ist-Zustand der anderen Person oder der aktuellen Situation oder der Lebewesen, die gerade aussterben, denen wir helfen wollen oder die Welt, die sich in eine falsche Richtung dreht. Was ist der Ist-Zustand? Wenn wir den Ist-Zustand nicht identifizieren, können wir den Weg auch nicht dahin bauen, wo diese Person, der Zustand sich hin verändern soll. You get it? Das ist wie eine Google Maps Route. Wenn ich das Ziel auf Google Maps eingebe, okay, ich bin in Berlin, ich will nach Hamburg, ich gebe nur Hamburg ein. Was braucht Google Maps, um mir die ideale Route zu berechnen? Meine Koordinaten. Sonst weiß Google Maps nicht, komme ich über die A9, fahre ich über eine Landstraße, komme ich von Norden, von Süden, von Westen, von Osten? You get it? Also, Koordinaten verstehen, ganz, ganz wichtig. Ist-Zustand. Was sind die Werte? Was sind die Wünsche? Genau das, was Petra auch mit uns gemacht hat. Was ist euch wichtig? Wo seid ihr? Was ist so, ne? Punkt 2. Schreibt euch das auf, by the way. Schreibt euch das wirklich auf, es ist super essential, weil diese 8 Schritte könnt ihr euch niemals merken, aber wenn ihr sie einmal aufschreibt, ganz, ganz wichtig. Erstmal verstehen ist also Punkt 1, Koordinaten. Punkt 2, wo will diese Person hin oder wo wollen wir gemeinsam als Team hin? Wohin wollen wir etwas verändern? Wie sieht es da auf der anderen Seite aus? Was ist das Ziel, was sind die Wünsche in diesem Fall? Also in unserem Fall, ich bringe immer ein Beispiel, Referenz zur Reise und ich gehe gleich auf 3 andere Beispiele ein, damit man sich das besser vorstellen kann. Was wollten wir erleben? Was war unser Ziel? Wir wollten etwas entdecken. Wir wollten kulinarische Highlights. Wir wollten keine Standardtouristen sein und so weiter. Ne? Unser Ziel war sehr klar. Wir haben nicht gesagt, wir fliegen nach Mallorca. Da hätte sie uns ja alles empfehlen können. Sondern wir haben gesagt, wir wollen das, das, das. So, jetzt kommt Punkt 3. Was ist der emotionale Beweggrund dahinter? Man muss nicht zwangsläufig diesen emotionalen Beweggrund dahinter ausformulieren, aber man sollte ihn fokussieren und hervorheben. Wieso wollen wir von A nach B? Wieso wollen wir unsere Koordinate verlassen und Richtung Ziel gehen? Warum ist dieser Prozess wichtig? Denn wir sind Social Animals. Habe ich richtig ausgesprochen? Wir sind Social Animals.
Wir verändern uns nur, wenn wir uns verändern wollen. Nicht, wenn wir uns verändern müssen, nicht, wenn wir uns verändern sollten. Nur, wenn wir wollen. Wenn wir das Gefühl haben, dieser Prozess, dieser Werdegang, dieser Weg ist uns wichtig. Und jetzt kommt Punkt 4. Was ist die Challenge zwischen da, wo wir stehen oder da, wo die andere Person steht und da, wo sie hin will? Was ist die Mauer in dieser Mitte? Welche Mauer kann diese Person nicht überwinden? Über welche Mauer kann sie nicht klettern? Oder welche Grube ist zwischen A und B? In welches Loch würde diese Person fallen? So, ich gehe gleich mit diesen drei Beispielen nochmal auf jeden einzelnen Schritt kurz ein, dass man es noch besser versteht, was man anwenden soll, wie man es anwenden soll. So, also wir haben Sektion 1, Kategorie 1, verstehe die andere Person. Identifiziere Koordinaten, identifiziere ihre Ziele und Wünsche, identifiziere den Beweggrund, warum ist diese Person, warum will diese Person diesen Weg gehen und spiegel ihr diese Person natürlich diese Sachen auch wieder. Und Punkt 4 ist, was ist die größte Challenge, um von A nach B zu kommen? In unserem Fall war es, Gott, alle Reiseführer der Welt durchblättern. Andere Leute fragen, kennen Sie ein gutes Restaurant auf Mallorca? Und dann werden wir in die nächste Touristenbude geschickt. Was ist unsere Challenge gewesen? Orientierung, Klarheit. Was sind denn hier wirklich die Insider-Tipps? So, das hat alles Petra identifiziert bei uns, indem sie uns gefragt hat, was sucht ihr da, was wollt ihr da, was ist die größte Challenge, was ist euch wichtig? Jetzt kommen wir zu Punkt 2, beziehungsweise zur zweiten Kategorie. Jetzt, wo wir die Person verstanden haben, erst jetzt können wir helfen. Das Erste, was wir machen müssen, wenn wir anderen Leuten helfen, ganz egal, ob wir Coaches sind, Berater sind, anderen Leuten helfen wollen, abzunehmen, ich gehe gleich darauf ein, ist der Person signalisieren, hey, I got you. Ich habe verstanden, was du willst. Ich verstehe, wo du hin willst. Ich verstehe deine Situation. Ich verstehe deine Ziele. Ich verstehe deine Bewegung. Ich verstehe deine Challenge. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst. Das baut Vertrauen auf. They can relate to us. Sie können sozusagen eine Verbindung zu uns herstellen und verstehen, diese Person war mal in meinen Schuhen, diese Person war mal in der Situation, diese Person hat dieses Ziel erreicht, diese Person, der ist es auch wichtig, dieses Ziel zu erreichen, sie hat auch diese Mauer gehabt und ist rübergegangen. Oh mein Gott, vielleicht sollte ich auf diese Person hören, vielleicht sollte ich mir diese Idee anhören, die Perspektive der Lösung folgen. So, also Schritt 1 in der Kategorie helfen oder Schritt 5 in den generellen 8 Steps, ein Verständnis aufbauen für die andere Person und ihr das widerspiegeln. Dann kommt Schritt 2 oder in diesem Fall Schritt 6. Zeig der Person eine Lösung zwischen A und B und über die Mauer oder unter die Mauer durch oder daneben entlang. Gibt es eine Brücke, die du geschlagen hast oder wo du anderen Personen helfen kannst, diese Brücke entlang zu gehen? Also wie ist die Brücke von A nach B? Wie könnt ihr anderen Personen helfen, von A nach B zu kommen und über die Mauer zu gehen mit dieser Brücke? Was ist diese Brücke? So, jetzt habt ihr den Leuten gesagt, hey, I get you, ne? Ich verstehe die Situation. Hier ist die Brücke, die hat mir mal geholfen. Jetzt braucht diese Person noch einen Beweis, dass diese Brücke hilft. Und dann, ne, ich gehe gleich darauf ein, was es in verschiedenen Szenarien bedeutet. Ein Beweis könnte sein, es hat bei euch funktioniert. Ein Beweis könnte sein, hier sind die Ergebnisse bei meinen Kunden. Okay? Weil sonst, wir laufen nicht blind über irgendwelche Brücken. Wir wollen sehen, es ist die richtige Brücke. Wir vertrauen dir und wir vertrauen dieser Lösung, weil wir wissen, dass sie funktioniert. So, Punkt 4, beziehungsweise der letzte Step, Punkt 8, ist, bringt die Menschen dahin, dass sie mit der Brücke assoziieren, ihr Ziel zu erreichen. Ich habe ja am Anfang gesagt, wir verändern uns nur, beziehungsweise Impact ist der Prozess, um andere von A nach B zu bringen. Das heißt, jetzt an diesem Punkt müssen wir anderen Leuten helfen, diese mit der Brücke zu assoziieren. Ich erreiche meine erwünschten impliziten Zustände. Ne? Die emotionalen Zustände, die ich erreichen will. Und, es geht noch weiter, idealerweise kommunizieren wir so, dass die andere Person auch fühlt, vor allem fühlt, wenn ich dieser Brücke nicht folge, wenn ich diesem Weg nicht entlang gehe, dann erreiche ich nicht meine Zustände. Und diese Zustände nicht zu erreichen, bedeutet mehr Pain, mehr Verwirrung, mehr Stress, mehr Overwhelm, mehr Overthinking und so weiter. Okay? Also wir brauchen eine klare Assoziation, die Brücke hilft. Und die Brücke nicht lang zu gehen, bedeutet, ich laufe immer wieder gegen diese Mauer, gegen meine Challenge. Das sind die 8 Schritte. Lasst mich kurz auf diese 8 Schritte eingehen, dann lasse ich euch für heute in Ruhe, dann könnt ihr in euren Feiertag reingehen. Also, ich habe gesagt, wie sieht es zum Beispiel aus, wenn ihr gut darin seid, anderen Leuten zu helfen, abzunehmen. Okay? Ganz egal, ob ihr im Privaten einfach gut darin seid oder ob ihr das als Beruf für euch ausgesucht habt. Ihr seid Coaches, Trainer und so weiter. Wie sieht es aus, wenn ihr jemandem helfen könnt,
abzunehmen, dann ist das der Prozess, wie ihr Impact haben könnt. Wir erinnern uns an zwei Kategorien, verstehen und helfen. Und ich breche es nur jetzt runter auf diese acht Punkte, ne, acht Schritte. Step 1, Koordinaten der anderen Person verstehen. Wo ist diese Person körperlich? Wo ist diese Person gesundheitlich? Wo steht sie quasi mit ihrem Fitnesslevel, mit ihrer Gesundheit oder wie auch immer? Ne? Wo steht sie? Wo will diese Person hin, ist Schritt 2. Was sind die Ziele und Wünsche der Person? Nicht deine Ziele. Was sind die Ziele und Wünsche der Person? Wir sind bei Step 2. So, will diese Person viel abnehmen? Will diese Person Muskeln aufbauen? Will diese Person gesünder aussehen? Will sie sich wohler fühlen in ihrem Körper? Was sind die Ziele und Wünsche? Warum will diese Person diesen Weg gehen? Schritt 3. Was ist das Motiv dahinter? Was ist das Why? Was ist der Purpose? Warum ist dieser Person, dieser Prozess, dieser Weg wichtig? Schritt 4, was ist die größte Challenge? Ihr könnt auch immer ganz ehrlich fragen, hey Leute, oder ne, hey, wir sind hier, wir wollen dahin, das ist dir wichtig, weil, oder das ist uns wichtig, weil, vielleicht ist es eine Teamkommunikation, was ist die größte Challenge bisher immer gewesen? An welcher Stelle scheitern wir immer? Das ist die Challenge. Schritt 5, jetzt sind wir in der Kategorie helfen. Jetzt haben wir die Person verstanden, ja? Hey, I get you. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß, wo du hin willst. Ich weiß, warum es dir wichtig ist. Ich weiß, was die größte Challenge für dich ist. I get this. Dieses Verständnis ist Schritt 5. Dann Schritt 6. Hier ist die Lösung. Hier ist die Brücke von A nach B. Hier ist die Brücke über diese Challenge, über deine Mauer. So, zeig diese Brücke auf und sag, hey, guck mal, ich kann dir helfen ich habe selber in die Situation gesteckt, ich verstehe das. Ich habe selber in 3 Monaten es geschafft, mit einer Umstellung von meinen Gewohnheiten, mit einer anderen Ernährung, mit 3-mal die Woche Sport, aber maximal nur 20 Minuten, ohne mich zu stressen und sogar noch Energie zu produzieren, diesen Weg zu gehen und zum Beispiel angenommen, das Ziel wäre irgendwie 5 Kilo abzunehmen, um es mal simpel darzustellen, diese 5 Kilo abzunehmen, hier ist die Brücke dafür. Oh, okay, die Person hat jetzt deine Aufmerksamkeit, du hast jetzt die Aufmerksamkeit der anderen Person. Und jetzt kommt Punkt 7, was ist der Beweis dafür, dass es funktioniert hat? In diesem Fall bist du vielleicht sogar der Beweis. Du sagst, ey, sieh her, das ist mein Lifestyle, das ist das, was ich jeden Tag lebe. Du bist der lebende Beweis dafür, dass diese Brücke funktioniert. Oder, wenn du Testimonials hast, dann kannst du zeigen, hey, guck mal, hier ist Thomas. Thomas war da, wo du bist, ist jetzt da, wo du hin willst. Und er hat auch diese Challenge gehabt. I get this, ich verstehe genau deine Situation. Hier ist die Brücke, das ist meine Strategie oder meine Lösung, mein Ansatz. Und hier ist das Ergebnis, der Proof dafür, dass es funktioniert. Und jetzt Punkt 8, hey, wenn du willst, also ich formuliere es jetzt mal so ganz plakativ und schlecht, aber dann können wir uns vorstellen, was ich damit meine. Wenn du willst, helfe ich dir, diesen Weg zu gehen, ich helfe dir, diese Brücke zu schlagen, weil dann kommst du schneller an dein Ziel, und zwar in 3 Monaten. Denn wenn du das nicht machst, vollkommen okay, ne, ist vollkommen okay, wenn andere Leute uns nicht folgen. Aber wenn du es nicht machst, wirst du wahrscheinlich immer wieder gegen deine Challenge laufen und immer wieder gegen diese Wand knallen. Und es tut weh. Okay? Das sind die 8 Schritte, wenn du anderen Leuten zum Beispiel helfen willst, abzunehmen. Aber okay, jetzt sagt dir Arvid, aber ich bin kein Personal Trainer, ich bin kein Coach. Wie kann ich anderen Leuten helfen, indem ich zum Beispiel meine Ideen umsetze, indem ich zum Beispiel im Meeting, in der nächsten Kampagnenidee sage, hey, wir sollten verschiedene Ideen ausarbeiten. Ich glaube, das ist die Kampagne, die am meisten Effekt hat, die helfen wird, das Unternehmen, die Brand voranzubringen, vielleicht sogar eure eigene Brand. Wie setzt man sich da durch? Wie ist man überzeugend? Wie ist man Influencer seiner eigenen Umgebung? Ganz anderes Szenario, selber Prozess. Pass auf, super spannend. Erstens wollen wir herausfinden, angenommen, wir sind in einer Company und wir wollen eine Marketingkampagne starten. Hey, Leute, wo stehen wir aktuell? Was ist unser Ist-Zustand als Company, als Brand, als Verkäufer, als Movement? Wo stehen wir? Was ist unser Ist-Zustand? Ja, das Unternehmen verkauft diese Produkte, aber die Zahlen sind so und so und so. Die Corona-Pandemie hat das und das und das. Das ist die Bestandsaufnahme. Jetzt Schritt 2. Was ist Schritt 2? Ziele und Wünsche. Ey, wo wollen wir hin? Wo wollen wir als Team, wo wollen wir als Unternehmen, als Brand hinwachsen? Wie sieht es da auf der anderen Seite genau aus? Nicht, wir wollen mehr Umsatz. Wie genau? Warum? Wie viel Umsatz wollen wir? Was sind unsere Marketingziele? Was sind unsere Human Resource Ziele? Was sind unsere Beweggrund, also unsere Motive hinter dem, was wir tun? Schritt 3. Was ist unser Why? Warum wollen wir diesen Prozess? Und dann meine ich nicht nur immer nur mehr Geld verdienen. Geld verdienen ist kein richtiger Beweggrund. Geld verdienen ist eine logische Konsequenz aus unserem kapitalistischen System. Okay? Wieso wollen wir diesen Weg gehen? Was, zu welchen Benefits, zu welchen Vorteilen trägt dieser Weg bei? So, dann, was ist die größte Challenge? Wenn wir auf die letzte, auf die Vergangenheit gucken, auf die letzte Zeit,
Was war bis jetzt immer die größte Challenge? Oder auch in diesem Fall, was würde jetzt die größte Challenge sein? In den meisten Fällen ist sowas wie, ah Gott, wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Kapital, wir haben nicht die richtigen Lösungen, wir würden gerne eine teure Kreativagentur bezahlen, aber wir müssen das intern lösen. Was ist die größte Challenge an dieser Stelle? So, haben wir auch identifiziert. Und erst jetzt können wir unserem Team widerspiegeln, I got you guys. Hier ist es, wo wir sind, wir wollen dahin. Das ist die größte Challenge, das ist der Beweggrund dahinter. Das müssen wir natürlich signalisieren und verstehen. Unseren Geschäftsführern, unseren Kollegen, unserem Team. Jetzt können wir sagen, ich habe eine Lösung. Erst jetzt kommen wir mit unserer Kampagnenidee. Nicht in die Tür reinrennen mit unserer Kampagnenidee. Hey Leute, wir wollen eine Kampagne, hier ist die Lösung. Die Leute sind so, was? Lass mich bitte in Ruhe. Also, erst jetzt kommen wir mit der Lösung und sagen, das ist meine Idee für die Kampagne und ich glaube, sie funktioniert, weil, das ist nämlich Schritt 7, der Proof. Der Beweis dafür, dass diese Kampagne funktioniert. Vielleicht lehnen wir uns an dieser Kampagne, die hat ja vielleicht in unserem Unternehmen noch nicht stattgefunden. Wie zur Hölle sollen wir jetzt einen Beweis liefern? Vielleicht liefern wir ein anderes Ergebnis, ein ähnliches Ergebnis von einem anderen Unternehmen. Vielleicht liefern wir einen Trend. Vielleicht gehen wir auf eine Studie, auf eine Statistik ein. Vielleicht spielen wir verschiedene Varianten durch und sagen, hey, logischerweise die Konsequenz ist, dass diese Kampagne am besten funktionieren sollte. Oder hier sind Performance-Marketing-Zahlen. So funktioniert und tickt unsere Zielgruppe, deswegen wird diese Kampagne funktionieren, wenn wir in diese Big Data zum Beispiel reinzoomen. Okay, und Schritt 4, also Schritt 8 in diesem Fall, hey, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir diese Kampagne machen, werden wir wahrscheinlich am Ziel ankommen, wenn wir diese Kampagne nicht machen. Und das muss man gar nicht artikulieren, das ist nur jetzt gedanklich gesehen. Wenn wir diese Kampagne nicht machen, wenn wir diesen Weg nicht gehen, werden wir wahrscheinlich auf diese Challenge knallen. Wir werden wahrscheinlich gegen diese Mauer laufen. Okay, you get it? Diese 8 Schritte wiederholen sich, ganz egal, ob du jemandem helfen willst, abzunehmen oder ob du sagst, hey, hier ist eine coole Marketingkampagne. Jetzt gehen wir mal auf ein drittes Beispiel ein. Drittes Beispiel ist, du sagst, weder will ich jemandem helfen abzunehmen, noch habe ich eine Marketingkampagne fürs Unternehmen, die ich ausarbeiten will. Ich habe meine eigenen Brands, ich habe meine eigene Brand, ich habe meine eigenen Produkte und ich will diese Dinge verkaufen. Wie mache ich diesen Prozess, wie wende ich den an? Alright, wenn du etwas verkaufen willst, ich habe gesagt, wir nehmen diesen Schmuck von Hey Harper, da habe ich letztens irgendwie entdeckt, die kommunizieren es sehr gut. Du hast diesen Schmuck von Hey Harper und angenommen, du bist der Unternehmer dahinter und sagst, hey, das ist mein Schmuck, ich habe ihn produziert, wie kann ich den verkaufen? Wie kann ich anderen Leuten helfen, diesen coolen Schmuck zu tragen und damit Impact zu haben? Weil die fühlen sich besser in ihrer Haut, indem sie diesen Schmuck tragen. Ne, Impact kann man ja ganz verschieden auslegen. Und Schmuck ist jetzt ein Platzhalter für die Dinge, die wirklich helfen, okay? So. Moment. Alright, sorry. Irgendwie Schluck auf. Okay. Erstmal müssen wir identifizieren, wo steht unsere Person, die Zielgruppe, der wir diesen Schmuck verkaufen wollen, der wir helfen wollen, quasi von A nach B zu gehen, okay? Wo ist diese Person? Was sind die Wünsche, Probleme, Herausforderungen dieser Person? Also erstmal die Koordinaten aufnehmen. Dann, wo will diese Person hin? Wo sieht sich diese Person im Leben? Ne? Generell. Nicht nur mit Schmuck, sondern wo ist die Person, wo will sie hin, was sind die Ziele, was sind die Wünsche. Jetzt könnt ihr sagen, okay, die Person ist, oh Gott, der Ist-Zustand, lass mich kurz mal Beispiele geben, der Ist-Zustand ist, Gott, Schmuck ist super teuer. Alles, was Gold ist gerade ein Trend, alles, was Gold ist super teuer oder wenn es nicht teuer ist, dann das, was vergoldet ist, geht schnell ab. Ne? Frauen in diesem Chat wissen ganz genau, wovon ich spreche. Ein paar Mal mit der Seife die Hand gewaschen, ein paar Mal irgendwie irgendwelche Lotions benutzt und schon reibt sich diese Goldbeschichtung ab und was übrig bleibt, ist irgendwie so ein Mix aus einem Silber- und Goldring zum Beispiel. Okay? So, das ist der Ist-Zustand vieler Kunden. Jetzt, wo will diese Person hin? Diese Person will gut aussehen, sie will sich schmücken, sie will jeden Tag vielleicht ein anderes Design tragen oder sie will Liebhaberstücke haben, Lieblingsstücke haben, die sie gerne an ihrem Körper trägt oder eher an seinem Körper trägt. Kann ja Männer und Frauen Schmuck tragen. So, und diese Person wünscht sich, Ziel, Gott, ich wünsche mir, dass den Schmuck, den ich kaufe, dass der nicht immer abfärbt, weil ich liebe Gold, aber diese Ringe, die ich kaufe, färben immer ab. Wieso will ich das? Wieso will ich das? Weil es mir wichtig ist, einfach mich auszudrücken mit meinem Schmuck, mich zu präsentieren und so weiter. Ihr kennt den Talk. So, was ist die größte Challenge? Die Challenge ist, finde den richtigen Schmuck. Also wie finde ich den richtigen Schmuck, der nicht abfärbt und der bezahlbar ist? Das ist die Challenge. Für Hey Harper Kunden zum Beispiel. So, ein bisschen Schleichwerbung für Hey Harper gemacht nebenbei. Jetzt können wir den anderen signalisieren, ich verstehe dich, ich verstehe deine Situation, ich weiß genau, wo du bist. Denn du bist hier, du willst dahin, das ist die Mauer, die Challenge
Und hier ist die Brücke, hier ist die Lösung für all deine Probleme, hier ist die Lösung, hier ist der Grund, warum wir die Besten in unserem Segment sind. Hier sind unsere Ringe, sie helfen dir, deine impliziten Ziele zu erfüllen, schön sein, sich wohlfühlen, sich ausdrücken, ne, und so weiter. Wie gesagt, man kommuniziert es natürlich nicht genauso auf der Website. Das ist da, wo du bist, das ist da, wo du hin willst, hier ist die Brücke. Es geht um den Prozess, wie ihr anderen Leuten helft, diesen Weg zu gehen. Und um den gedanklichen Prozess, den ihr anwenden könnt und im Marketing zum Beispiel auch für euch verwenden könnt. Also, so, ich bin eine Labertasche. Also, dann habt ihr die Challenge, ihr habt das Verständnis aufgebaut. Jetzt schlagt ihr die Lösung und sagt, das ist mein Ring, das sind meine Produkte und sie funktionieren, weil, seht her, hier sind die Reviews anderer Leute. Hier sind Beweisbilder, wie der Ring nach einem Jahr noch aussieht, dass er nicht abfärbt und so weiter. Und jetzt wollt ihr natürlich sagen, hey, wenn ihr diesen Ring kauft, profitierst du von diesem erwünschten Zustand, den du haben willst. Wenn du ihn nicht kaufst, verpasst du diesen erwünschten Zustand. Dann musst du dich rumquälen mit anderen Ringen, die abfärben, mit anderen Ringen, die vielleicht nicht so schön sind wie unsere Ringe. Wie gesagt, ist ein sehr einfaches Beispiel, aber ihr versteht, wovon ich spreche. So, auch wieder 8 Schritte angewandt. Wann funktioniert diese Strategie nicht? Wie können wir keinen Impact haben? Indem wir direkt mit der Tür ins Haus reinfallen und sagen, hier ist mein Produkt, hier ist eine Lösung. Das ist die neueste Marketingkampagne. Ich sag dir, wie du abnimmst. Kein Mensch hört auf uns, wenn wir so kommunizieren. People buy from you, people follow you, when they feel understood, not when they understand you. Das habe ich schon mal gesagt und ich sag's nochmal. Also wir kaufen nur dann, wir folgen nur dann, wir fühlen uns nur dann inspiriert, wir hören nur dann auf den Rat einer anderen Person. Das gilt auch für alle Eltern da draußen, by the way. Wenn wir uns verstanden fühlen, nicht wenn wir verstehen, was aus eurem Mund kommt. Alright. Ich glaube, wir haben genug Beispiele durchlaufen. Und jetzt ist die Frage an euch, für all diejenigen, die noch da sind. Ich hoffe, es ist ein super interessanter, valuable Content für euch. Ich drehe die Sache mal um. Viele von uns haben diese Fähigkeiten, viele von uns haben dieses Produkt, die Skills, die Perspektiven aufs Leben, die anderen Menschen helfen können, ihre Situation zu verändern, etwas zu kaufen, was ihnen gut tut. Und wie gesagt, ich will, wenn ich von Impact spreche, nicht immer nur von Impact sprechen, globaler, nachhaltiger Impact, denn das ist super wertvoll, aber wir wollen natürlich auch verstehen, wie haben wir Impact im Hier und Jetzt, wie haben wir Impact mit unserer Brand, wie haben wir Impact mit unserem Podcast, mit unserem Lifestyle, wie können wir andere animieren, die Dinge zu tun, die uns auch gut getan haben, dann ist das der Prozess. Und um das umzudrehen, wenn ihr anderen Leuten nicht helft, Impact zu haben. Also wenn ihr keinen Impact habt, Leute, dann bedeutet es im Umkehrschluss, wir entziehen anderen diese Chance, die Möglichkeit, sich zu verändern. Wenn wir den Spieß umdrehen, würde das bedeuten, wenn unser Impact, also wenn das, was wir machen, wirklich hilft, von A nach B zu kommen und eine Challenge zu überwinden und der Zustand, diese Person oder den unsere globale Gesellschaft erreichen will, ein positiver Zustand ist, wenn wir unsere Hilfe untersagen, wenn wir unsere Kommunikation unterschlagen, dann helfen wir nicht nur nicht, sondern wir nehmen dieser Person, unserer Welt, jedem Lebewesen die Möglichkeit zu wachsen, die Möglichkeit, einen besseren Zustand zu haben. So. Und jetzt kommt's, wenn wir von diesem Prozess sprechen, wir können natürlich anderen Leuten nicht nur sagen, da ist das Ziel, hier ist die Brücke, go for it, sondern wir müssen anderen Leuten helfen, über diese Brücke zu gehen. Was nichts anderes heißt als, wir sind keine Verkäufer von Produkten. Wir verkaufen keine Ideen, wir verkaufen keine Perspektiven. Wir kommunizieren nicht unsere Lösungen, sondern wir haben dann Impact, wenn wir anderen Leuten helfen, diesen Weg von A nach B zu gehen, über diese Brücke gemeinsam zu gehen. Das ist Impact. Jemandem zu helfen, über diese Brücke zu gehen und über diese Mauer zu gehen mit dieser Brücke. So, die Brücke steht symbolisch für eure Fähigkeiten, eure Stärken, eure Produkte, eure Lösungen, eure Ansichten, eure Perspektiven, euer Movement. Die Challenge, die Mauer, ist die Challenge des Kunden, die Challenge unseres Teams, die Challenge unserer Welt, die Challenge von Lebewesen, die vom Aussterben bedroht sind. Diese Brücke, das seid ihr, das sind eure Fähigkeiten und Skills. So, was bedeutet das für euch? Wenn ihr bis hierhin noch zuschaut, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann könnt ihr euch jetzt genau 3 Fragen stellen. A oder Nummer 1, welcher Impact ist euch wichtig? Genau ihr, die jetzt zuseht, welcher Impact ist euch individuell wichtig auf dieser Welt?
Was ist euch im Beruf oder privat oder in unserer Umwelt wichtig? Was wollt ihr mitgestalten, mitverändern? Welchen Impact wollt ihr haben? Guck mal, ich mache genau das Gleiche mit euch, was ich euch gerade erklärt habe. Wo seid ihr? Wir haben jetzt keine Zeit, euren Ist-Zustand zu identifizieren, weil das erstmal ein Talk ist. Aber ich will euch zeigen, hey, da wo ihr seid und da wo ihr hin wollt, ihr müsst euren Impact verstehen wollen. Was ist euer Impact? Was ist das Ziel? Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Weil ich bin mir sicher, die meisten sagen, hey, ich hätte gern mehr Geld, ich hätte gern Erfolg. Wie sieht der Impact aus, den ihr habt? Wie sieht denn Erfolg aus? Was ist euer Ist-Ziel? Wie sieht es auf der anderen Seite der Brücke aus, wenn man über die Brücke geht? Also, was ist der Impact, den ihr haben wollt? Was ist euch persönlich wichtig? Wenn ihr zurückguckt auf die vergangene Zeit in eurem Leben, was habt ihr selber durchlaufen? Welche Erfahrungen habt ihr selber gemacht, wo ihr das Gefühl habt, hey, hier habe ich die Tools, das Mindset, die Perspektive, die Strategien, um von A nach B zu gehen, oder ich habe diese Tools und Strategien entwickelt, deswegen kann ich anderen Leuten helfen, diese Brücke entlang zu gehen, von A nach B zu gehen, weil been there, done that, ich habe diese Mauer selber erlebt, bin tausendmal dagegen gelaufen. Ich kann anderen helfen, darüber zu gehen. Ganz egal, ob es was Berufliches, Privates ist. Also, was ist euch im Leben wichtig? Welchen Impact wollt ihr haben? Punkt 2. Wie könnt ihr individuell Impact haben? Einfache Frage, aber deep shit. Wie könnt ihr individuell Impact haben? Was sind eure Skills? Was sind eure individuellen Stärken? Was sind eure individuellen Motive? Was sind eure individuellen Learnings und Insights aus der Vergangenheit, aus eurer Lebensstory, die euch geholfen haben, Lösungen zu finden? Ja? Nicht, wie kann man Impact haben? Wie kann man über diese Brücke gehen, über diese Mauer gehen, durch diese Brücke? Also, so. Sondern wie könnt ihr diese Brücke bauen? Aus welchen Steinen, aus welchen Fähigkeiten und Skills und Stärkensteinen, habt ihr das verstanden? Aus welchen Steinen der Fähigkeit oder aus welchen Steinen der Perspektive, aus welchen Steinen der Erfahrungen besteht diese Brücke bei euch? So, und dann Frage 3. Ganz ehrlich, die meisten sagen, ich hätte gern Impact irgendwann und das mache ich dann, wenn ich mich gefunden habe und wenn ich irgendwann Geld habe und wenn ich Zeit habe und Rente bin. Wie könnt ihr heute schon Impact haben? Wie könnt ihr heute, jetzt ist 8:45, wie könnt ihr heute um 9 Uhr Impact haben? Was könnt ihr tun? Wem könnt ihr helfen? Wie könnt ihr dieser Person helfen? Was könnt ihr posten, um diese Welt positiv zu verändern? Welches Gespräch könnt ihr mit jemandem führen, um das Leben einer anderen Person positiv zu gestalten? Was könnt ihr heute tun? Was könnt ihr nächste Woche tun? Was könnt ihr in den nächsten 3 Monaten tun? Nicht, was könnt ihr in 10 Jahren machen, wenn ihr genug Geld habt? Also wie sieht es im Hier und Jetzt für euch aus? Leute, bitte, wenn ihr das Gefühl habt, ey, I got this irgendwie, ich find's cool, ich hätte auch gern Impact, ich habe da ein paar Ideen, postet das in den Beitrag später im Reel, schreibt mir eine DM, was ist euch wichtig, welchen Impact wollt ihr haben, wie könnt ihr persönlich Impact haben, was sind eure speziellen Skills und Fähigkeiten und wem könnt ihr jetzt aktuell sofort helfen? Und hier ist ein kleiner Lifehack, wenn ihr sagt, Arvin, ich find's voll schwer herauszufinden, welchen Impact ich haben will, wie ich Impact haben soll und wem ich genau helfen kann, dann schaut einfach mal oder fragt euch mal Folgendes. Wenn ich euch ein Recorder gebe, ne, ein Tonband-Recorder, ein Aufnahmegerät, ja, und ich drücke auf Aufnehmen, über welches Thema könntet ihr locker 30 Minuten, 60 Minuten wie an einem Stück, wie am Band reden? Welches Thema ist für euch so faszinierend, so interessant, dass wenn ich sage, hier Recording, helft mir, mein Leben zu verändern, über welches Thema könntet ihr 30 bis 60 Minuten ununterbrochen sprechen, auch wenn ihr stolpert und euch verhaspelt und stottert, aber über welches Thema könntet ihr sprechen? Welches eine Thema würdet ihr auswählen, um es zu vermitteln, wenn es nur dieses eine Tape gäbe, was ihr mir oder anderen Leuten in die Hand geben könntet? Was ist dieses eine Thema? Ist es das Leben zu verändern? Ist es aufzuhören zu warten und ein Leben zu gestalten, was einen inspiriert, was einen begeistert? Ist es, so funktioniert Marketing? Ist es, so nimmst du ab? Ist es, wie man seine Ernährung umstellt? Ist es das Mindset? Ist es eine Herangehensweise an eine Situation oder die Perspektive an einer Situation? Helft ihr anderen Leuten mit eurem Tun, mit eurem Dasein weniger Stress zu empfinden oder helft ihr den Leuten kreativer zu sein, sich auszudrücken? Helft ihr den Leuten Instrumente zu lernen? Helft ihr den Leuten irgendwie sich selbst anzuerkennen und zu lieben? Was ist das, worüber ihr 30, 60 Minuten sprechen könnt, ohne einen Punkt zu machen? Das ist das vielleicht, wo ihr schon Impact habt. Und wenn ihr diesen Hebel und Hahn aufdreht, habt ihr noch mehr Impact. Und das wird zu eurer Berufung. Nicht zu eurem Beruf,
sondern zu eurer Berufung. Das ist das, was ihr im Unternehmen verändern könnt. Das ist das, was ihr im Privaten verändern könnt. Das ist vielleicht das Thema eures Podcasts. Das ist vielleicht die übergeordnete, der übergeordnete Beweggrund eurer Produkte, eures Movements. Alright. Schreibt mir das gerne als DM, schreibt es gerne in die Kommentare. Leute, 8 Schritte, um Impact zu haben. Also, wieso ist es wichtig, dass wir helfen? Ich hoffe, das haben wir jetzt alle verstanden. Wieso ist es wichtig, dass wir anderen Leuten helfen? Weil wenn wir den Leuten helfen, den Ist-Zustand zu verlassen und ihre Ziele zu erreichen, indem wir ihnen helfen, über diese Brücke zu gehen und deren persönliche Challenge, diese Mauer zu überwinden, haben wir einen positiven Einfluss auf andere Menschen, auf das Leben anderer Menschen, auf diese Welt, auf andere Lebewesen. Das nenne ich Impact. Ich drehe es um. Wenn wir diesen Impact verweigern, wenn wir diese Hilfe verweigern, haben wir nicht nur keinen Impact, wir nehmen anderen Menschen die Möglichkeit, diesen Weg zu gehen, sich positiv zu verändern. Ergo, wir sorgen dafür, dass Menschen, andere, wir selbst, die Welt, immer wieder gegen diese Mauer laufen, immer wieder den gleichen Fehler machen. Okay? Und die 8 Schritte sind, und falls ihr es euch noch nicht aufgeschrieben habt, wiederhole ich es ganz kurz. Was sind die Koordinaten? Wo stehen wir oder wo steht die andere Person? Was sind die Ziele der anderen Person oder was sind die Ziele unseres Teams? Warum ist dieser Weg für uns als Team oder für die andere Person so wichtig? Dieser Beweggrund entscheidet darüber, ob wir etwas machen oder es nicht machen. Schritt 4. Was ist die größte Challenge? Was ist die Mauer zwischen A und B? Schritt 5. Ist, hey, I got this, I got you, ich verstehe dich, ich verstehe genau, wo du stehst, wo du hin willst, was dich antreibt und was diese Challenge ist. Das ist Schritt 5, ist Verstehen und Vertrauen aufbauen. Schritt 6, hier ist die Lösung, hier ist die Brücke und sie hilft dir von A nach B zu gehen, über diese Mauer zu klettern. Schritt 7, hier ist der Grund, warum es funktioniert. In meinem Leben hat es funktioniert, im Leben anderer Menschen hat es funktioniert oder wenn wir diesen Trend beachten, hat das funktioniert und so weiter oder hilft, die Situation zu verändern. Und Schritt 8, den Leuten zu helfen, zu erkennen, klar zu erkennen, wenn wir diesen Weg gehen, wenn wir diese Brücke gehen, kommen wir an unser Ziel an. Wir verlassen unseren Ist-Zustand, gehen über diese Mauer mit dieser Brücke und kommen an unserem Ziel an. Und das ist uns wichtig, weil diese Assoziation zu schaffen und umgekehrt auch dafür zu sorgen, dass andere verstehen, wenn wir diesen Weg nicht gehen, laufen wir immer wieder gegen die Mauer. Leute, das ist True Impact. Und ich könnte jetzt noch ausholen und verschiedene Formen von Impact benennen. Und ich glaube einfach, für mich war es am wichtigsten, euch diese Skills mitzugeben, euch diesen Prozess mitzugeben. Und ihr seht, wir sind schon 48 Minuten live, weil es so ein tiefes Thema ist. Es ist so ein wichtiges, intensives Thema. Aber ich dachte vielleicht, hey, wenn ich diese 8 Punkte mit euch teile, habt ihr das Gefühl, im nächsten Meeting, in der nächsten Kreationsphase, wo ihr überlegen wollt, wie wollt ihr kommunizieren, was wollt ihr kommunizieren, ganz egal, ob ihr eure eigene Brand habt oder ob ihr jemandem privat helfen wollt. Das sind die 8 Schritte für Impact. Ich hoffe, sie haben euch geholfen, einfach noch klarer zu sehen, wie wir kommunizieren müssen, um andere für ihre eigenen Bewegungen, für ihren eigenen Prozess zu inspirieren und zu begeistern. Also Leute, was ist das, was ihr mit Impact erreichen wollt? Welchen Impact wollt ihr überhaupt erreichen? Schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt mir gerne DM. Geht mit diesem Mindset in diese Woche rein und findet heraus, scannt diese Woche mal, wo habt ihr schon Impact und wie könnt ihr diesen Hahn noch weiter aufdrehen, wo ihr Impact habt. Sorgt dafür, dass wir einfach als Welt, als Menschen gemeinsam wachsen und Dinge verändern. Hört auf euch selbst nur zu gucken. Ich glaube, nicht nur Impact beginnt mit einer anderen Brille, durch die wir schauen und versuchen, anderen Menschen oder anderen zu helfen, ihre Situation zu verändern, diese Welt positiv zu verändern, sondern ich glaube auch, das tiefe Gefühl von Zufriedenheit und Begeisterung und Abenteuer beginnt, wenn wir anderen helfen wollen, wenn wir zu etwas beitragen wollen, wenn wir ein Movement kreieren und sehen, ey, wir haben Impact, wir können etwas verändern. Zufriedenheit, Anerkennung beginnt auf der anderen Seite, nicht bei uns selbst. Nicht indem wir unsere eigenen Taschen füllen mit Geld, nicht indem wir uns die teuersten Klamotten kaufen, nicht indem wir den neuen Porsche GT3 fahren. Es macht alles Spaß und ist cool, aber ich glaube, wahre Zufriedenheit, wahrer Impact, ein erfülltes Leben. Und ich sage es immer wieder, ein Leben, auf das wir zurückgucken mit 80 Jahren und das Gefühl haben, hey, wir haben es gelebt, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten und wir sind happy. Wir können loslassen, wir können von dieser Welt gehen, weil wir haben unseren Teil getan. Wir haben unsere Legacy hinterlassen. Das beginnt mit dem Blick auf andere Menschen, auf andere Lebewesen, darauf, wie wir diese Welt positiv verändern können. Das beginnt mit Impact. Alright, Leute, go for it. Geht in den Montag rein, genießt euren Feiertag. Falls ihr an den Dingen arbeitet, arbeitet mit viel Energie dran. Make it the time of your life. Und wir sehen uns nächsten Sonntag
im Monday Morning Coffee Talk, beziehungsweise in dem Fall im Sunday Morning Coffee Talk. Und ich gehe jetzt zum Sport. Also Leute, war schön mit euch. Vielen Dank für eure ganzen Messages. I love you guys. Take care. Und wir sehen uns. Peace. Hey, bevor du gehst, wenn dir diese Session gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like von dir. Ich beantworte gerne deine Kommentare. Und was natürlich super, super sweet wäre, ist, wenn du diese Session mit deinen Freunden und Followern auf deinen Instagram-Kanälen teilst, weil ich glaube, jeder von uns braucht diesen wöchentlichen Wake-up-Call. Und by the way, wenn du Lust hast, wie andere live bei jeder Session dabei zu sein, dann werd Teil meiner Coffee-Fam auf Patreon, weil dann bist du nicht nur live in jeder Session dabei und committest dich, jede Woche ein Stück voranzukommen, sondern ich kann sogar deine Fragen beantworten und auf deine individuelle Situation eingehen. Also, wenn du Bock hast, klick auf den Link in der Beschreibung und werd jetzt ein Patreon, also Teil meiner Coffee-Fam. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Make it count, dein Arvid.